Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play oder beziehungsweise Projekt von mir, Watch Dogs. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Ihr guckt euch jetzt erstmal das Intro an und dann melde ich mich wieder. Bis gleich. Okay, bin in der Lobby von Mello. Na gut, Aiden. Dann los. Ich hack mich rein. Datenwolke voller Geheimnisse und Lügen. Ich greife nur zu, pflück sie aus der Luft und sie sind mein. Nein, unser. Konzentrier dich. Wir haben ein echt fettes Sicherheitssystem. Wie viel haben wir? 100 Riesen in 30 Sekunden. Gott segne die Weichen und Berühmten. Wir sind die Zauberer der Moderne. Wir pflücken Bankkonten aus dem Nichts. Hörst du dir eigentlich selber zu? Was war das? Hallo? Ich glaube, da hackt sich noch einer rein. Ich sehe mal nach. Besser nicht. Halt dich an den Plan, Daniel. Greif die Konten ab und dann raus. Abenteuer, mein Freund. Vertraue deinem Mentor. Etwas hat Alarm ausgelöst. Finden wir es. Scheiße. Die scannen das System. Ich hab's fast geschafft. Ich fahr jetzt runter. Lass bloß die Finger weg. Was für ein ist das? Wir müssen abbrechen. Wir sind nicht fertig. Hilf mir. Amy, es ist vorbei. Maurice. Ja? Bist gebucht. Einer unserer Leute hat die Hacker von dem Merlot-Job gesucht. Wir haben sie. Dein Ziel heißt Aiden Pierce. Erledige ihn. Schade der Familie, wenn du musst. Die Hackertage von dem Kerl sind gezählt. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein, den verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Verfärbt, Mann. Wer gab den Befehl? Komm, Mann. Sag doch. Ich weiß nicht. Du weißt es nicht. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein. Die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Und was glaubst du, Maurice? Hast du mich erschreckt? Es war ein Job, Mann. Ich wusste nicht. Wer war am anderen Ende der Leitung? Sag mir den Namen. Wurde kein Name gesagt. Okay, ich sag den Namen. Lena. Lena Pierce. Ich wusste nichts von einem Kind. Das sollte nicht passieren. Ich möchte, dass du sehr gründlich nachdenkst. Denk nach. Ach, Mann. Auch wenn ich Namen wüsste, ich würde nie was sagen. Diese Typen. Ich habe Sachen gehört. Sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Manche Dinge kann man einfach nicht vergessen. Bitte! Wer gab den Befehl? Er hat mir am Telefon gesagt, wo ich dich finde. Das ist alles, was ich weiß, Mann. Das ist alles.
gib mir einen Namen. Ich weiß es nicht! Einen Namen! Töte mich, töte mich! Ah, ich muss jetzt zielen? Okay. Ich schieße ihn einfach erstmal ins Bein. Erinnerst du dich? Okay, ist nichts drin. Keine Muni. Ja, hätte mich nicht angreifen sollen. Maurice redet nicht mit mir. Aber ich wette, er hat mit dir geredet. Ja, erstmal herzlich willkommen. Ne? Neues Let's Play und so. Ich habe mich entschieden, Watch Dogs im letzten Moment dann doch noch zu Let's Playen. Und wie ihr schon mitgekriegt habt, wir sind so eine Art Hacker. Oh, ich muss hier mit Q lange gedrückt halten. Kann ich wohl Sachen hacken? Alles klar. Ja, warum habe ich mich entschlossen, das Spiel zu spielen? Viele von meinen Leuten spielen das auch. Und die werden auch nachher in dem Spiel mit beitreten. Wir wollen natürlich den Online-Modus auch vorstellen und so weiter und so fort. Und da gucken, ob wir da irgendwie zusammenarbeiten können. Ich denke, das Spiel wird sehr interessant werden. Ich werde mich jetzt hier mal ein bisschen umgucken. Und... Aha. Ich kann nicht mehr weglaufen. Das geht nicht. Dieser scheiße Pierce. Ich habe seine Nichte getötet und er wird nicht aufgeben. Wer ist dieser Typ? Was soll ich nur tun? Er macht immer weiter. Ich muss echt weiter. Okay, die Automaten kann man hier auch hacken. Ziemlich witzig. Aber okay, wir gehen erstmal weiter und gucken uns mal in dem nächsten Raum um. Und mal sehen. Yo, Maurice! Yo, was läuft, Motherfucker? Oh, Scheiße! Wo warst du denn, Mann? Was? Er redet mit mir. Ah! Ah! Du bist nur 2 Minuten allein. Gib mir die Kugel. Weggeworfen. Was denn, sonst hättest du ihn getötet? Ich hab gesagt, du sollst sie behalten, Shawty. Wo warst du überhaupt? Ich musste telefonieren. Hat Maurice dir alles gesagt? Ah, das gibt's nicht. Dann räumen wir mal auf. Soll das ein Kunstwerk sein? Hey, sehr charmant, Mann. Aber du enttäuscht mich, Pierce. Ich meine, du siehst gar nicht, welch fieses Gangdrama ich hier kreiere. Das ist mir zu riskant. Bringen wir ihn weg. Nein, zu spät. Achtes Inning. Chicago führt, das Spiel ist fast vorbei. Wir haben keine Zeit. Guter Schuss. Komm, bist du gar nicht neugierig, wenn ich angerufen habe? Schön. Erzähl mir von deinem Telefonat. Schön, dass du fragst. Wir haben ja ein paar Tote, ne? Wir haben 40.000 Leute über uns und brauchen Ablenkung. Hab die Bullen gerufen. Nicht dein Ernst. Doch, voller Ernst. Bam, die Bullen kommen. Und Maurice... Große Brüder, komm. Dann, Jordi, das ist ein Witz. Nein, nein, die habe ich auch gerufen. Hey, nach dem Spiel wird es ja finster zur Sache gehen. Wir zwei schlüpfen unbemerkt davon. Morgen wird dir der Plan gefallen. Klasse. Pünktliche Bullen. Um die kümmere ich mich. Du bringst Maurice hier raus. Was? Sehe ich aus wie ein Chauffeur? Er war der Schütze. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Chicago Police, wenn hier jemand drin ist, identifizieren Sie sich. Tja, weiter geht's. Okay, mit C kann man in die Deckung gehen. Alles klar. Ah, das ist ja einfach. Man braucht nur C drücken, dann geht er direkt in die nächste Deckung. Da sind zwei Polizisten. Ich sehe auf der Karte, glaube ich, sogar die Blickrichtung von den Leuten. Da sollte man vielleicht ein bisschen aufpassen. Warum mussten Sie sich das wichtigste Spiel aussuchen, um den Scheiß zu machen? Wollen Sie es den anderen versauen? Zentrale, wir haben 2 Leichen in den Katakomben des May Stadiums. Gangbanger. Verstanden. Wir schicken die Spusi. Sichern Sie Ihre Stellung. Wir durchsuchen alle Etagen des Stadions. Okay, das scheinen wir gut dran vorbeigekommen zu sein. Nee, die Steuerung ist eigentlich ziemlich einfach. Ich habe es mir schwerer vorgestellt. Tippen Sie auf Y, um Profiler zu aktivieren. Okay. Ah. Das bekommt er.
Aha. Gesichtserkennung fehlgeschlagen. Ah, da ist noch eine Kamera. Ah, da kann ich mich hin und her zoomen, alles klar. Gut. Die Stromleitung, die glitzert so. Ich denke mal, wir sollen verfolgen, wo sie wohl hingeht. Und meine nächste Kamera. Was zu sehen? Nein, alles ruhig. Hm, hier sind Polizisten. Lass uns das überprüfen. Kann man die auch hacken? Okay, ich komm hoch. Ah, ich bin jetzt in die obere Kamera gegangen. Wir brauchen dich da unten. Pass auf, dass wir keine Überraschung erleben. Na gut. Na. Von wo kann ich jetzt... Ah! So, so, damit könnte ich also jetzt wahrscheinlich die Tür entdecken. Ah, ja. Okay. Er bewegt sich nicht, wenn ich ihn nicht dazu bringe. Hm, da liegt was auf dem Schreibtisch. Elektrische Teile, okay. Waffenrad zu öffnen. Aha, was ist das? Köder. Okay, bauen wir uns mal einen Köder. Mit G gedrückt halten und zu werfen. Dann machen wir das doch mal. Na, steh auf. Wow. Okay, hat funktioniert. Das war jetzt ein bisschen... ein bisschen komisch, weil... Ihr habt ja nicht mal einen Verdacht. Wir wollen nur reden. Ey Mann, ich hab hier meine Tickets. Lass die Hände, wo ich sie sehen kann. Das ist doch scheiße. Jay hat doch nichts getan. Zurück sofort. Ui, der hat Geld dabei. Ist ja nicht illegal, oder? Nicht so frech. Wie konnten Sie sich VIP-Karten leisten? Ui, der hat aber viel Kohle. Ja? Ey, yo, Didi, ganz ruhig, okay? Gib denen nichts, was sie verwenden können. Irgendwas sagt mir, wenn wir euch zwei Hübschen überprüfen, finden wir mehr als genug. Die Ausweise bitte. Beide. Also die Steuerung ist jetzt noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil er halt einfach... Boah, scheiße. Ein Lächeln wird zwar nett, es geht aber besser ohne. Komme ich denn jetzt hier am besten durch? Ich hab dir nicht erlaubt, mich zu fotografieren. Na bitte. Jerome Richards. Und es liegt ein Haftbefehl wegen Drogenhandels vor. Das können wir auf jeden. Ja, das sieht schon gut aus. Hm. Hier vorne ist richtig. Oh. Die Polizei wird gleich den ganzen Komplex abriegeln. Ich stecke hier fest, wenn wir nicht für Ablenkung sorgen. Ich will den Strom ausschalten und dann rausschleichen. Im ganzen Stadion? Ich dachte, du wolltest den Rächer aus den Nachrichten raushalten. Der Strom im Stadion hängt am CTOS hinter der linken Firewall. Im Moment muss ich vor allem erstmal hier raus. Kennst du den nächsten Zugangspunkt? Im nächsten Raum. Aber du brauchst jemanden mit Sicherheitsfreigabe. Die Security muss ja Zugang haben. Bei all den Cops hier sind die sicher auch nicht weit. Ah, da ist noch eine Kamera. Da gehen wir doch direkt mal rein. Wer hat denn die Sicherheitsfreigabe? Mhm. Es gab einen isolierten Punkt im Untergeschoss, also wiegeln wir es an, dann kann ich kämpfen gehen. Hier wird gleich eine ganze Horde Kollegen auftauchen. Gut, ich muss mich also mal hier ein bisschen mit der Steuerung... Ah, der hat die Sicherheitsfreigabe, gut. Das kann ich nicht entscheiden. Dann holen Sie einen, der es kann, bitte. Okay, Moment. Oh. Also es gefällt mir schon mal ganz gut, dass man hier durch die ganzen Kameras switchen kann. Okay, wieso kann ich mich jetzt nicht bewegen? Oh. Hahaha.
Das sieht nicht schlecht aus. Die Türen sind aufgegangen. Der Stromausfall hat ein paar Flutlichter zerstört. Vielleicht gibt's Verletzte. Die Menschen stürmen aufs Spielfeld. So, da bin ich wohl sauber dran vorbeigegangen. Was haben wir hier? Tja, nix wie raus hier. Astrein. Wo bist du, Johnny? Was? Weg! Hab ne Bullenallergie. Maurice auch. Keine Sorge, habt ihr was da gelassen. Ein Freund von einem Freund hielt mit gebrauchten Autos. In der Garage da drüben steht ein echter Klassiker. Nimm's oder lass es, mir egal. Ich muss. Alles klar. Gut, aber das war erstmal die erste Folge von Watch Dogs. Wie es weitergeht, seht ihr auf jeden Fall morgen. Wir sehen uns dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Naja, viel ging ja jetzt nicht so zu sagen. War mehr Videosequenz als alles andere, wie am Anfang es halt immer so ist. Wir sehen uns dann morgen. Haut rein. Ich hoffe, ihr folgt mir weiter. Ciao. Ja, willkommen auf meiner Endcard. Das Let's Play ist leider zu Ende. Falls ihr noch Interesse habt an vielleicht anderen Let's Plays von mir, ich habe euch da und dort zwei Playlists verlinkt. Da könnt ihr mal reinschauen. Vielleicht ist das was für euch. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das mit dem Button hier tun. Da kommt ihr sofort auf meinen YouTube-Kanal. Da könnt ihr mich dann abonnieren. Ich hoffe, ihr besucht es mal. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.